Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim. In der letzten Folge haben wir uns seinen ersten Drachen erfolgreich getötet und auch ein Banditennest ausgehoben. War ziemlich spannend, aber ich möchte jetzt ein bisschen was anderes machen in dieser Folge. Und zwar haben wir die Quest Der Vermisste. Und zwar wurde hier einer von der Familie Graumähne, eine sturmmanteltreue Familie, entführt. Und den gehen wir einfach mal auf den Grund. Ich habe die Quest aktiviert, das heißt, ich muss nur folgen. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Schön für dich, Lydia, aber ich habe einen John Schnee. Und natürlich nehme ich lieber den mit. Ist doch klar. So, also folgen wir dem Pfeil. Schauen wir mal, wo er uns hinführt. Der Traum fertig, unsere Anwesenheit auf Erden zu dulden. Die Wachen haben über euch gesprochen und behauptet, dass ihr ein Drachenblut seid. Aber so, da links rüber. Und da ist auch schon der Pfeil. Aus Graumähne. Willkommen in unserem Zuhause. Mutter, was soll das? Wen habt ihr da mitgebracht? Arvulstein legt das weg. Er will uns bei der Suche nach Thorald helfen. Woher wissen wir, dass er nicht für die Kampfgeborenen spioniert? Das war dumm. Wir können niemandem vertrauen. Wer weiß, was geschieht, wenn sie mich hier finden. Ich halte das nicht mehr aus. Bitte keine Waffen mehr. Lasst uns einfach reden. In Ordnung, Mutter. Ihr wollt also helfen? Ja, absolut. Was kann ich tun? Ich weiß, dass Thorald nicht tot ist. Ich weiß es einfach. Die Kaiserlichen halten ihn irgendwo gefangen. Aber ich weiß nicht wo. Diese verdammten Kampfgeborenen. Sie wissen etwas. Sie verbergen es. Sie verspotten uns förmlich damit. Sie müssen eine Art Beweis haben. In ihrem Haus muss irgendetwas sein. Ich weiß es einfach. Ich wage es nicht, das Haus zu verlassen. Also müsst ihr mir helfen. Okay, welche Beweise braucht ihr? Eine Bestätigung, dass Thorald nicht tot ist, sondern gefangen gehalten wird. Ich weiß, dass ihr sie bei den Kampfgeborenen findet. Sie würden den Beweis natürlich verstecken, damit nicht rauskommt, dass sie die ganze Zeit über gelogen haben. Aber ihr könntet sie so weit bearbeiten, dass sie nachlässig werden. Okay. Ihr solltet lieber niemandem sagen, dass ihr mich hier gesehen habt. Keine Sorge. Gut, also ins Haus der Kampfgeborenen, um Hinweise auf den Verbleib von Arvulstein, Bruder? Heißt der Arvulstein? Glaube. So, da oben ist auch schon das Gebäude. Ich nehme mal an, dass ich mich hereinschleichen werde. Okay, fuck. Vielleicht gibt es noch einen Hintereingang. Genau. Schauen wir mal, ob wir reinkommen. Schaut ruhig aus. Ober uns kann ich auch nichts erkennen. Ach, jetzt sehe ich es erst. Ich brauche wieder Schuhe. Dafür kann ich besser schleichen. So, das müssen wir aufsperren. Verdammt. Jawoll. So, da liegt auch schon das Buch. Ich bin darauf aufmerksam geworden, dass Erkundigen über den Verbleib eines gewissen Thorald Graumähne eingezogen wurden. Es ist meine Pflicht, euch darüber zu informieren, dass Talmor-Agenten sich des Gefangenen bemächtigt und ihn zur Festung Nordwacht eskortiert haben. Ich glaube nicht, dass ich das näher ausführen muss. Es wäre ins unser aller Interesse, die Angelegenheit auf sich beruhen zu lassen. Ich hoffe also, dass in dieser Hinsicht keine weiteren Nachforschungen angestellt werden. General Tullius.
Den haben wir schon mal begegnet. Den sind wir schon mal begegnet. Falls ihr euch erinnert. Ich trage zu viel. Und zwar ganz am Anfang hat der Typ uns köpfen lassen, beziehungsweise er wollte uns köpfen lassen. Das war der General Tullius. Der Anführer der kaiserlichen Soldaten hier nicht im Weißlauf, sondern hier in Himmelsrand. So, wir haben einen Hinweis gefunden und bringen den zu Albustein, oder wie der heißt. Hab Mitleid, mein Herr, und gib mir. Da sitzt er. Gibt es Neuigkeiten? Habt ihr etwas gefunden? Ja, ich habe den Beweis, dass Thorald lebt. Ich wusste es. Zeigt ihn mir bitte. Die Talmor. Bei den Neuen. Es ist schlimmer als gedacht. Aha. Festung Nordwacht. Dann wissen wir, wo wir zuschlagen müssen. Werdet ihr die Festung Nordwacht überfallen? Ich tue alles für die Rettung meines Bruders. Ihr seid doch dabei, oder? Wir können Thorald nicht diesen Ungeheuern überlassen. Natürlich bin ich dabei. Ich trommle alle Männer zusammen und treffe mich mit euch vor Festung Nordwacht. Wir gehen so schnell wie möglich rein und wieder raus. Wir sehen uns dort. Jawohl. Den Kampf gegen die Kaiserlichen lassen wir natürlich nicht entgehen. Doch bevor wir dorthin aufbrechen, gehe ich noch schnell ein bisschen was verkaufen, weil ich bin schon überladen. Und Festung Nordwacht klingt doch eigentlich nach einem netten Plätzchen für schönen Blut, oder? Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß, aber es ist harte Arbeit. Ich bitte nicht um viel, nur um ein paar Septim. Okay. Ich habe nichts getan. So wird der Dante gar nicht Sachen verkaufen. Ich sage nicht, Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Überladen. Was ist denn da so schwer? Egal, was kann ich bei ihr kaufen? Waffen. Ich brauche eine andere Waffe. Meine fetzt nicht genug. Die macht plus 5 mehr Schaden. Und Iron und Dutch ist auch cool. Der macht den 8 mehr Schaden. 7. Hä? Achso, ich trage anscheinend gerade was anderes. Vergesst. Auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Okay, schauen wir mal, wo wir hin müssen. Hier, der Vermisste. Festung Nordwacht. Mit M lassen wir uns das anzeigen. Okay, ist in der Nähe von Einsamkeit. Das heißt, wir werden mit der Kutsche dorthin gehen. Ihr da. Ich bitte euch, wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Wen sucht ihr? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwadone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Bitte nicht um viel. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Okay. Sucht uns in Rorikstad auf, wenn ihr sie findet. Weil wir jetzt eine ganz klare Mission haben. Und zwar retten wir einen Nordbruder in Not. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Eure gute Tat des Tages tun. So, da vorne steht ein Kutscher. Soll ich euch mitnehmen? Wohin soll's gehen? Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Auf geht's. Seid ihr jetzt bereit zu gehen? Ja.
So, wir nutzen die Gelegenheit und tun mal speichern. Sehr gut. Also Freunde, auf geht's. Vielleicht schreibt ihr mir in den Kommentaren, wie wir weiterspielen wollen. Ja, soll ich entweder die Hauptquest weiterverfolgen oder soll ich mich um den Bürgerkrieg hier in Himmelsrand kümmern, sprich, dass ich mich jetzt den Sturmwänden anschließe und die Kaiserlichen aus Himmelsrand verdränge? Oder soll ich mich den Gefährten anschließen und da die Quests weitertreiben und mich drauf fokussieren? Oder soll ich vielleicht, ach genau, zwei Möglichkeiten gibt es zusätzlich noch. Soll ich dann ab Level 10 die Vampir-Serie machen vom Add-on Dämmerwacht? Ja, da geht es dann um Vampire oder Vampirjäger, je nachdem wie man sich anschließt. Oder was dann noch dazu kommt später, ich weiß leider nicht genau wann, ist der Content Dragonborn, also Drachenblut. Da geht es dann darum, dass man nach Morrowind zu den Dunkelelfen auf eine Insel fahrt, wo ein anderes Drachenblut ist. Ihr da, Reisender, hier drüben. Okay, oh, ich speichere lieber, das hört sich gefährlich an. Schaut es mir einfach in den Kommentaren, was euch lieber wäre. Das ist nah genug, Schwachkopf. Los, ihr hättet nie herkommen sollen. Ich ging dann voll in die Falle. Oh oh, Spinne. Ich hasse Spinne. Mit euch werde ich fertig. Alter, wenn ich in so einer Welt leben würde, wo solche Spinnen leben. Jawoll. Sehr nice. So geil. Wow, 513. Vampirstaub. Ja genau, ihr seht schon, also es beginnt schon langsam mit den Vampiren. Die werden uns immer wieder überfallen. Deswegen, wie ihr wollt, also entweder ihr entscheidet, oder ihr schreibt es in den Kommentaren, oder ich mache einfach mal so weiter wie bisher, spüre ich mal da eine Quest. Je nachdem, wie ich gerade Lust habe. Ja. Aber spannender ist natürlich, wenn man in einer Serie dann mehrere, also so eine Reihenfolge hat. Ja, sprich, dass ihr jetzt sagt, okay, ich mache die Gefährtenquests fertig. Wie ihr wollt. Ich muss noch immer schmunzeln, ja. Also dieser Spruch von dem Typen, von dem Vampir, war einfach episch. Das liebe ich an Skyrim, ja, dieser Humor. Gibt es immer wieder öfter so Orte, wo man immer wieder mal schmunzeln muss. Einfach weil die es immer wieder schaffen, lustige Dialoge einzuführen. So, wir laufen bloßfüßig durch das Schneegebiet. Wir sind nun mal ein wilder Nord, ja. Die können das, sagen wir mal. Ein roter Punkt. Wer oder was kommt da? Oh, ein Wolf. Ein Eiswolf. Das sind nochmal ein Stück schwieriger als die normalen Wölfe. So, die machen schon guten Schaden. Oh, noch ein Wolf. Diesmal ein normaler.
normal, was macht denn der für Schaden? Schon Schnee. Hey, das ist nicht normal. Ich habe keine Heiltränke mehr. Ich hoffe, dass Festung Dämmerwacht nicht ganz so heftig ist, weil sonst habe ich jetzt wirklich Probleme. Ich habe jetzt schon kein Leben mehr und keine Heiltränke. Das heißt, wir werden das alles ein bisschen strategisch versuchen anzugehen. So, wir müssen irgendwie runter. Aber mit bloßen Füßen schaffen wir das locker, wie ihr seht. Ach, da vorne sind sie schon. Ich speichere. Und ich werde noch schnell eine Stunde warten. Dann habe ich volle Leben und volle Ausdauer. Wir holen Thorald zurück. Wir töten jeden Talmor auf dem Weg zu Thorald und bringen ihn dann lebend raus. Los geht's. Okay, auf geht's. Ich beginne mit dem Bogen. Ist da jemand? Ihr hättet nie herkommen sollen. Genug! Das reicht! Boah, ich bin nicht beide. So, ich gehe jetzt in den Nahkampf. Ihr seid so gut wie tot. Ich werde euer. Ich werde euch. Weiter. Neue Stufe. Das heißt, mein Leben ist dann aufgeladen nach der neuen Stufe. Ich brauche irgendeinen defensiven Skill. Blocken am besten. Es wird euch eine Lehre sein, keine Dinge zu nehmen, die euch nicht gehören. Wer ist denn das jetzt? Alter, was hat der für eine Axt? Und? Gefällt euch das? Boah. Das soll ein Raufbolz sein, das ist ein. Der ist ja wie Sauron. Geht einfach auf! Alter, was hat denn der hier? Eine Executor Doppelaxt. 108. Eine Nordic Mail. Wow. Nicht schlecht. Ich bin nur leider gleich überladen. So, wir müssen jetzt da rein. Zu dem restlichen Talmor.
oben ist, oder? Trifft denn nicht wirklich? So. Ich sehe noch, dass hier irgendwo ein Typ lebt. Zumindest sehe ich es an dem roten Punkt. Ich werde euch brennen sehen. Bogenschütze. Das war was. Gleich mal plündern. Und zur Belohnung bekomme ich ihre Elfenrüstungen. Würde ich einmal sagen. Und ich muss den John Schnee. Ich bin direkt hinter euch. Beladen. Weil ich bin. Was soll ich nehmen? Hab jetzt zu viele Sachen mit mir mit. So, das heißt, ich gebe ihm. Genau, diese Sachen, die ich da gerade gefunden habe. Mit E gebe ich sie ihm. Sehr gut. Dann mal los. Boah, meine Gefährten sind leider alle tot. War auch ein äußerst schwieriger Kampf, muss man sagen. Gut, ich glaube, das waren alle. Ich rüste noch schnell die Talmos-Sachen da aus, also diese Elfenrüstung und Stiefel. Die habe ich mir verdient. Hoffentlich halte ich jetzt ein bisschen mehr aus als vorhin. Wir speichern, Freunde. Denn uns erwartet sicherlich drin noch eine Spur an schwierigeren Gegnern. Und wir hatten jetzt schon unsere Probleme. Schauen, was es hier noch so gibt zu plündern. Nach
Nämlich hier kommen noch Heldringe ab. So, und wir speichern zur Sicherheit. Was? Hier drüben. Ich werde euer erbärmliches Leben beenden. Oh Mann. Fuß! Ja. Aufpassen! Ich werde euch das Ende ziehen. Spann gehört dem Mann. Fuck. Kaum noch leben. Ich werde ein bisschen was essen müssen. Sonst bin ich Geschichte. Oh, ein neuer Bogen. Deutlich stärker als meiner. Werde ich gleich anziehen. Alinor 7. 17 Schaden. Muss ich vergleichen mit meinem. So, also man, der Bogen ist auf jeden Fall stärker. 10 Schaden meiner macht. Na doch nicht. 12, okay. Mein Stahlkolben macht 17 Schaden und der Säbel macht auch 17. Okay. Beides das gleiche. Also weiter geht's. Sie bitte irgendwo einen Halt, weil das wäre echt nicht schlecht. Nur Bier. Lass die Finger davon! Wozu die Eile? Geht's weg. Also, es wird nicht leichter. Ich habe da ein schlechtes Gefühl, um ehrlich zu sein. Ich möchte noch schnell schauen, was ich so an Zauber- oder Schriftrollen habe, die mir helfen können. Feuerball. Feuerball vielleicht. Ist auch heftig. Was? Ist da jemand? Nö, nö, alles gut, alles gut. Was war das? Hier drüben! Aha! Ja. Ey, ich treff sie nicht, das gibt's ja nicht. Steh auf! Hör! Hey, du hast ein bisschen Angst! Stopp! Hier drüben! Ist das alles, was ihr könnt? Aufpassen! Das reicht wohl nicht vor! Gnade! Verdammt! Das war schon alles! Ich soll nicht mit dem Zauber ran. So, der hat einen Schlüssel und auch eine Robe. Sehr gut. Nehmen wir alles mit. Buch, Karotte und
ein kleiner Heiltrank. Sehr gut. Wenigstens einer. Das ist besser als keiner. So, wir speichern nach drei Gegnern. Das war nicht so selbstverständlich. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier auf Meister spielen, ja? Nicht wie die anderen meisten Leute, die hier, keine Ahnung, leicht oder leicht spielen. Wir spielen auf dem schwierigsten, zweitschwierigsten Grad. Ist da jemand? Schnell schon Schnee. Aber drüben haben wir einen ziemlich heftigen Gegner. Gott sei Dank. Thorald! Thorald! Bruder, seid ihr das? Da bin ich. Ich wusste doch, dass ich euch finde. Was um alles in der Welt? Wir haben keine Zeit. Wir müssen hier raus. Los, gehen wir. Ihr da, was treibt ihr da? Wir sind hier, um euch zu retten. Ich hatte nicht damit gerechnet, jemals wieder ein freundliches Gesicht zu erblicken. Wir müssen uns so schnell wie möglich in Sicherheit bringen. Los! Wir holen Thorald zurück. Auf jeden Fall. Wir haben ihn schon. Sie dürften ihn anscheinend gefoltert haben, diese Bastarde. Wow, 607. Orkisches Schwert nehmen wir mit. Scrollen tief. Apokalypse. Okay. Also, Freunde. Auf geht's, wir gehen zurück, wir bringen Thorald hier raus. Speicher. Puh, das war wirklich schwierig, waren gute Kämpfe dabei. Jetzt verlassen wir den Ort sicherheitshalber. So, da geht's auch schon raus. Sehr schön. Geschafft. Puh. Mit Thorald Graumine. Ich kann euch nicht genug dafür danken, dass ihr mich aus diesem Ort gerettet habt. Ich schätze, ich hätte wohl sonst nie mehr das Tageslicht erblickt. Aber weshalb riskiert ihr euer Leben für mich, einem Fremden? Eure Familie hat sich Sorgen um euch gemacht. Natürlich. Ich hätte es wissen müssen. Arvolstein steckte dahinter, oder nicht? Ich kann nicht bleiben. Nicht hier, nicht in Weißlauf. Für Arvolstein ist es vermutlich auch nicht sicher. Am besten versuchen wir uns den Sturmmänteln anzuschließen. Gute Entscheidung. Aber würdet ihr mir einen Gefallen tun? Sagt meiner Mutter, sie müsse den kalten Wind des Winters erdulden, denn er trägt die Samen des nächsten Sommers mit sich. Sie wird schon wissen, was das bedeutet. Nochmals vielen Dank.
Ihr habt mir das Leben zurückgegeben. Kehre zu Fralia Graumine zurück. Und genau das machen wir jetzt, um diese Quest abzuschließen. Davor speichern wir noch. So, wo ist Weißlauf da? Sehr gut. Und der Pfeil wird mir da unten angezeigt. Da laufen wir gleich mal hin. Nur durch eure Gunst und Güte können wir zu wahrer Erleuchtung. Angeblich reicht es, von einem Vampir auch nur gekratzt zu werden, um sich in einen zu verwandeln. Ich bin ganz Ohr. Was benötigt ihr, mein Freund? Bitte sagt, dass ihr etwas über meinen Sohn erfahren habt. Thorald ist in Sicherheit. Wirklich? Ihr habt ihn gerettet? Ich muss ihn sofort sehen. Ich fürchte, dass er nicht hier ist. Er hielt eine Rückkehr für zu gefährlich. Was? Nach all dem kann ich ihn nicht einmal sehen? Woher weiß ich denn, dass ihr die Wahrheit sagt und mir nicht einfach erzählt, was ich hören will? Er hat gesagt, ich soll euch sagen, dass ihr den kalten Wind des Winters erdulden müsst. Denn ihm wohnt der Spross des nächsten Sommers inne, mein Junge. Also ist es wahr. Fürs Erste reicht mir die Gewissheit, dass er lebt. Sie gibt mir Frieden. Hab Dank, lieber Freund. Ihr habt mir meinen Sohn wiedergegeben. Bitte gerne. Ich ließ Eolund dieses Stück für Thorald anfertigen. Es sollte sein Willkommensgeschenk sein. Vermutlich kann er es jetzt nicht haben. Aber warum nehmt ihr es nicht? Wir können ja ein neues Stück anfertigen, wenn der Krieg zu Ende ist und Thorald nach Hause kommen kann. Passt gut auf euch auf. Abgeschlossen. Der Vermisste. Perfekt. Super, wir haben die Quest geschafft. Also es war schwieriger als gedacht. Wir haben viel erlebt. Und ich werde das Let's Play auch an dieser Stelle wieder beenden. Ich bedanke mich bei euch herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr immer beim nächsten auch dabei seid. Oder wenn ihr mir vielleicht ein Abo da lasst oder ein Like. Ja. Also Freunde, bis dahin und viel Spaß. Danke fürs Reinschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Skyrim. Ciao.